Hi Freunde, Myrolox hier. Im heutigen Video sprechen wir mal ein wenig über die Kopfgelder in One Piece, ein allseits bekanntes Thema, denn die verschiedensten Charaktere entwickeln sich nach und nach immer weiter und werden nach und nach auch immer gefährlicher für die Fraktion der Weltregierung, sprich dadurch, dass sie neue Verbündete finden, Allianzen schließen oder generell selbst an Stärke dazugewinnen oder an Wissen dazugewinnen, werden sie für die Weltregierung immer relevanter und immer gefährlicher, weshalb das Kopfgeld dieser Person ansteigt. Die verschiedensten Anstiege haben wir auch schon beobachtet, so hat ja auch Ruffy einen enormen Sprung in sein Kopfgeld hingelegt und auch andere Charaktere sind im Punkto Kopfgeld immer krasser. Worum es aber im heutigen Video geht, ist darüber, dass wir sprechen, welche Charaktere am Ende von One Piece das höchste Kopfgeld haben wird. Bezug dessen, dass man aber auch noch davon ausgehen kann, dass zum Ende von One Piece höchstwahrscheinlich eine Weltregierung da ist, denn es braucht nun mal eine gewisse Instanz, die sich für Recht und Ordnung einsetzt und das Kopfgeldsystem ist ja nicht grundlegend falsch in der Welt von One Piece. Man darf ja auch nicht vergessen, dass beispielsweise die Revo Pinkbeard den Dorfbewohnern überlassen haben, damit sie eine finanziell besser dargestellte Situation haben. Das heißt, das grundlegende System Kopfgeld ist in einer Welt, wo es um Piraterie geht, nicht verkehrt. Folglich kann man schon davon ausgehen, dass Kopfgelder relativ lange in One Piece noch relevant sein werden und auch relativ zum Schluss von One Piece immer noch an Wichtigkeit also immer noch wichtig sind. Und wir sprechen über die 5 höchsten Kopfgelder am Ende von One Piece. Aber Freunde, ich muss das jetzt erstmal erklären. Und zwar sind die aktuell höchsten Kopfgelder rund um alle 4 Kaiser, sprich Blackbeard, Big Mom, Kaido und Shanks sowie Whitebeard und Gold Roger außen vor. Warum das Ganze? Roger würde natürlich in den Top 5 Kopfgeldern immer noch vorkommen, wenn man jetzt 5 neue Charaktere bestimmen würde. Das heißt, sein Kopfgeld und auch das Kopfgeld von Whitebeard wird immer noch in der Top 5 Liste vorkommen. Also logischerweise, weil wenig Charaktere Rogers 5,5 Milliarden Berry übersteigen werden. Das heißt, diese 6 Charaktere haben wir rausgenommen. Warum das Ganze? Whitebeard ist schon tot, Roger ist schon tot und man kann halt stark davon ausgehen, dass auch die anderen Kaiser nach und nach von der Bildfläche verschwinden werden. Kaido wünscht sich ja selbst auch zu sterben. Shanks und Blackbeard sind ja auch Kandidaten, die früher oder später mal sterben könnten, weil Shanks halt generell sehr anspruchsvoll ist für Ruffys Geschichte an sich und deswegen ein Tod sehr wahrscheinlich ist und auch Blackbeard als Hauptantagonist nicht so unwahrscheinlich ist. Deswegen, Leute, diese Charaktere lassen wir vor und wir sprechen sprechen wir über 5 Charaktere, die ein hohes Kopfgeld erreichen werden und die somit eine neue Top 5 bilden können sozusagen. Aber genug davon, Leute. Ich würde sagen, starten wir mit den ersten Ich denke, Zorro wird einer sein, der bei den 5 höchsten Kopfgeldern am Ende von One Piece mit dabei sein wird. Und zwar auf dem 5. Platz mit 3,5 Milliarden Berry Kopfgeld. Warum? Weil erstmal sein größter Wunsch, sein größter Traum ist es, der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Da ist schon meiner Meinung nach mit impliziert, dass er den Mihawk übertrifft. Aber auch andere starke Leute, die mit einem Schwert kämpfen oder gekämpft haben. Und ihr müsst euch mal vor Augen halten, wie viele in der One Piece Welt mit einem Schwert kämpfen. Ganz, ganz, ganz viele. Also selbst damals ein Roger oder ein Rayleigh haben mit Schwertern gekämpft. Und wenn Zorro von allen Schwertkämpfern, die es gibt, auf der ganzen Welt der Stärkste sein will und er dann gleichzeitig noch von Ruffy die rechte Hand ist, der Vize-Captain sozusagen von dem Piratenkönig, weil wir gehen mal davon aus, dass alles so glimpflich über die Biene läuft, sie finden Raftel, sie finden das One Piece, Ruffy wird König der Piraten und natürlich wird die ganze Crew kopfgeldmäßig in die Luft schießen, wenn das erstmal bekannt ist. Und auch natürlich Zorro. Und nicht nur das, es war ja eigentlich immer so, dass Zorro das zweithöchste Kopfgeld nach Ruffy hatte in der Crew, aber natürlich ist das Ganze jetzt mit dem Whole Cake Island Arc, wo Zorro nicht dabei war, wo Sanji ihn jetzt übertroffen hat, um Mühe anders, aber ich denke, das wird sich nach Wano Kuni, nach dem Auftritt von Zorro, wenn er endlich mal aus sich rausgeht und wir endlich mal ein bisschen was sehen von seiner Stärke, dass sich das ändern wird, dass wir dann kopfgeldtechnisch von Zorro wieder über Sanji sind und natürlich ist 3,5 Milliarden jetzt ziemlich erstmal aus der Luft gegriffen, wenn gerade Ruffy aktuell 1,5 Milliarden erst hat, so und wie soll denn Zorro jetzt an 3,5 Leute, es ist alles noch Jahre hin, bis das alles passiert. Da werden in der Zeit noch ohne Ende starke Leute fallen. Und die Weltregierung weiß natürlich auch, dass wenn sie das One Piece haben, die Strohhüte, wenn es denn mit der Zerstörung der Red Line und der Zerstörung der Weltregierung zu tun hat, dann wissen sie ganz genau, sie müssen die Kopfgelder von denen einfach in das Unermessliche hochhauen, weil die sonst der Weltregierung zu gefährlich werden. Und deswegen ist für Zorro als Vize-Captain, als rechte Hand von Ruffy später und als stärkster Schwertkämpfer in One Piece 3,5 Milliarden Berry, was ja immer noch weniger ist, als Shanks aktuell hat, gar nicht so hochgegriffen. Der nächste Charakter ist die rechte Hand von Monkey D. Dragon und einer der wichtigsten Revolutionäre in der One Piece Geschichte, nämlich Sabo. Und Sabo ist definitiv ein Charakter, der ein hohes Kopfgeld früher oder später nochmal erhalten wird. Sein aktuelles Kopfgeld beträgt 602 Millionen Berry, was nicht sonderlich wenig ist an sich, wenn man jetzt auf alle Charaktere schaut. Allerdings in Hinsicht dessen, dass andere Charaktere, gerade Kaiserkommandanten und auch Ruffy selbst, bei Weitem schon die 1-Milliarde-Grenze gesprengt haben, ist
die 602 Millionen nicht allzu viel, wenn man daran denkt, dass er die rechte Hand des Revolutionärs Monkey D. Dragon ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Angabe von 602 Millionen Berry schon eine Weile her ist oder hat es nebenher quasi erwähnt. Das heißt, es wurde nicht im Manga oder im Anime aufgegriffen, sondern es wurde nebenher von Oda bestätigt. Folglich kann man davon ausgehen, dass eine Korrektur, beziehungsweise was heißt Korrektur, aber dass ein neues Kopfgeld von Sabo sehr, sehr wahrscheinlich bald kommen wird. Sabo ist aktuell in einer sehr bedränglichen Situation und dem Tode geweiht, so gesehen. Aber man kann davon ausgehen, dass er diese Situation in gewisser Weise entfliehen wird. Man darf auch nicht vergessen, dass die Weltregierung jetzt weiß, dass er die Feuerfrucht hat durch Fujitora auf Dressrosa und er generell auch an Stärke zugelegt hat. Außerdem ist er jetzt mit den Kommandanten nochmal gegen Green Bull und Fujitora angetreten und hat Mary Jaw infiltriert. All das spricht dafür, dass er einen enormen Anstieg im Kopfgeld haben wird. Man kann nicht einfach so in Mary Jaw einfallen und gerade auch der Kräfteanstieg und so weiter und so fort. All das wird dafür spielen, dass Sabo noch eine enorme Kopfgelderhöhung bekommen wird. Wir haben uns jetzt hier mal auf eine Summe von 3,8 Milliarden Berry geeinigt. Warum das Ganze? Er wird vermutlich die Möglichkeit sein, die Revolutionsarmee anzuführen, wenn vielleicht auch ein Monkey D. Dragon nicht mehr ist, weil er ist nun mal die zweite Person in der Rangfolge, wenn es um die Revolutionäre geht. Und sollte er eine solche Stellung erhalten, ist die Gefährlichkeit für die Weltregierung oder für das gesamte System so enorm groß, dass man schon davon ausgehen kann, dass sein Kopfgeld sich in einer Richtung rund um 3,8 Milliarden Berry bewegt. Obwohl das natürlich enorm viel ist, wenn man jetzt auf andere Personen schaut, gerade auch im Hinsicht dessen, dass Blackbeard aktuell noch ein niedrigeres Kopfgeld hat. Aber jedem dürfte klar sein, dass zum Ende der Geschichte von One Piece Blackbeard auch noch ein Kopfgeld von über 4 Milliarden und sowas erreichen wird. Das heißt, sein Kopfgeld wird sich auch noch enorm schnell, enorm heftig entwickeln. Justus Captain Kid mit 4 Milliarden Berry Kopfgeld am Ende von One Piece ist ein Kandidat, der natürlich dann auf den dritten Platz landet. So, und warum haben wir uns gedacht, wird Kid am Ende mit im Endgame bei den höchsten Kopfgeldern mitspielen? Ganz einfach, weil er der Hauptrivale ist, den Ruffy hat. Natürlich, der Antagonist, der Bösewicht ist immer Blackbeard oder auch Imsama, aber ein wirklicher gleichwertiger, gleichgestellter Rivale, der auch Piratenkönig werden will, auch jetzt in der neuen Welt ist, aus der gleichen Generation kommt wie Ruffy, ist einfach Kid. Und natürlich hat Kid extrem kassiert und ganz viele One Piece Fans in der Community haben ihn schon aufgegeben und sind sich einig, dass der einfach schwach ist und nichts mehr drauf hat und auch nie irgendwie ansatzweise an Ruffy rankommt und was erreichen wird. Aber liebe Leute, ich denke, Oda wird diesen Charakter nicht wegwerfen. Wir haben jetzt auf Wano Kuni natürlich gesehen, er hat gut wieder kassiert. Also erstmal natürlich hat er bei Shanks seinen Arm verloren. Das haben wir auch erfahren auf Wano Kuni, dass er gegen Shanks seinen Arm verloren hat. Und als wäre das noch nicht genug, hat er noch seine rechte Hand Killer verloren, hat gegen Kaido verkackt, wurde fast von Queen umgebracht, hatte aber auch eine Auseinandersetzung mit Big Mom schon in der neuen Welt. Also man kann wirklich sagen, Kid ist mit allen Wassern gewaschen. Also er hat schon wirklich gegen so viele krasse Leute gekämpft. Und das ist einfach das Ding, Leute. Er hat Königshaki, das wissen wir auch bestätigt, von Kaido. Und das Rivalisierende, was wir auf Udon gesehen haben, im Udon-Gefängnis zwischen ihm und Ruffy, hat mir auch gezeigt, dass Oda uns das auch so darstellen will. Dass Kid mit Ruffy rivalisiert und dass die Stärke technisch gar nicht so weit auseinander sind, weil die haben beide circa die gleiche Leistung erbracht. Natürlich, am Ende des Tages können wir sagen, ist Ruffy mit einem Snake Man und mit dem ganzen anderen Kram, was er kann, höchstwahrscheinlich stärker als Kid, aber trotzdem wird Kid immer der Hauptrivale sein von den Supernovas. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er am Ende auch noch ausschlaggebend sein wird im Kampf gegen Kaido. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass am Ende von One Piece Kid auch einer der Kaiser ist, wenn das Kaisersystem dann immer noch am Start ist. Aber ich denke, es wird immer einflussreiche Piraten in One Piece geben und dass Kid dann letztendlich am Ende einer ist, der Kaiser ist und einer dieser Piraten dann auch darstellt, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, denn dieser Charakter hat schon so viel einstecken müssen, ist so oft auf die Fresse gefallen und wofür, dass Oda dann letztendlich am Ende ihn wegwirft und ihn dann komplett nutzlos macht, dass er überhaupt nicht mehr nach oben kommt und überhaupt keine Stärke mehr erlangt, dafür das ganze Versagen in der neuen Welt, dafür die großen Anreden auf Baudiachepel, wo er gesagt hat zu Ruffy, dass sie sich in der neuen Welt battlen werden und alles, das macht für mich keinen Sinn und ich glaube, Kid mit 4 Milliarden Berry, auch nicht zu hoch gegriffen, ist ein Kandidat einfach dafür. Der nächste Charakter, den ich euch vorstelle, ist der Anführer der Revolutionsarmee und zwar der Most Wanted Man Monkey D. Dragon und der Vater des Hauptprotagonisten Monkey D. Ruffy. Er ist wie gesagt der Anführer der Revolutionsarmee und somit wohl die größte Gefahr, die sich für die Weltregierung darstellt, denn er möchte das gesamte System umstürzen. Es mag sehr gut sein, dass vielleicht ein Kaido oder ähnliche Person stärker sind als Monkey D. Dragon, allerdings stellt Kaido keine direkte Bedrohung dar, denn er hält sich auf Wano Kuni auf, die Weltregierung hält sich größtenteils bei Wano Kuni raus, also sie befinden sich nicht auf Wano Kuni, sie sind dort nicht stationiert offiziell. Und Monkey D. Dragon ist halt eine Person, die direkt gegen die Weltregierung agiert. Folglich allein das schon ein Indiz dafür, dass sein Kopfgeld enorm hoch ist. Außerdem ist er halt der Most Wanted Man und demnach müsste er auch aktuell das höchste Kopfgeld haben. Warum aktuell? Wir wissen, dass das Kopfgeld von Roger über 5,5 Milliarden Berry war, aber
Wir wissen ja nicht, seit wann Dragon der Most Wanted Man ist oder ob Roger es damals quasi war. Das heißt, sein Kopfgeld könnte höher sein, also sollte höher sein als das von Whitebeard. Sprich, es sollte über 5 Milliarden sein. Aber es kann sehr gut unter dem von Roger sein und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wir haben uns hier mal auf 5,5 Milliarden Barry geeinigt. Das Ganze ist sehr gut möglich, denn es wäre nochmal so ein bisschen unter Roger, unter dem Piratenkönig, der natürlich in einer ganz anderen Liga spielt und über dem Kaiser, obwohl sich halt auch die Kaiser nicht sonderlich stark gegen die Weltregierung behaupten, beziehungsweise sie nicht gezielt oder aktiv angreifen. Folglich der Most Wanted Man, Monkey D. Dragon, der noch über ungeahnte Kräfte verfügt, die Person, die wohl eins der höchsten Kopfgelder haben könnte, nämlich 5,5 Milliarden Barry. Natürlich wird am Ende der allergrößte Pirat aller Zeiten Monkey D. Ruffy sein. Warum? Weil er einfach erstmal der Protagonist ist des Werks, das sollte allen bekannt sein. Er sagt jede Folge, jedes Chapter gefühlt 100 Mal, er wird König der Piraten, das ist sein Catchphrase, sein größter Traum und ich bin mir sicher, er wird ihn auch erreichen. Er wird König der Piraten und er wird auch Roger übertreffen und auch vom Kopfgeld, denn wir haben ihn auf 6 Milliarden Barry eingestuft, denn wir wissen ja alle, Roger hatte 5,5 Milliarden Barry Kopfgeld und Ruffy wird ihn einfach übertreffen mit einer glatten 6 Milliarden Zahl. Natürlich, Leute, Abweichungen hier und da, mal ein paar Barry, was ja auch oft üblich ist, das ist natürlich mit inbegriffen, aber so um die 6 Milliarden schätzen wir Ruffy ein vom Kopfgeld ganz am Ende von One Piece. Die Sache ist natürlich, wenn die Weltregierung gestürzt wird, was ja immer noch überhaupt Dehnungssache ist, wie in welcher Form das passiert, wird es dann noch Kopfgelder überhaupt geben in One Piece? Weil die aktuellen, die ja von der aktuellen Weltregierung oder auch Marine dann verteilt werden, die fallen dann ja weg, wenn die Weltregierung wegfällt und das eine neue gibt. Aber es wird immer Weltregierung, Marine und Piraterie geben in der Welt von One Piece, die so wasserbevölkert ist, diese Welt. Und deswegen können wir eigentlich sicher sein, dass es am Ende auch diese Kopfgelder gibt. 6 Milliarden für Ruffy, nach dem, was er getan hat, er hat das One Piece gefunden, ist König der Piraten, ist sozusagen auch der Pirat mit der größten Freiheit, mit der größten Stärke. Er hat alle anderen zu dem Zeitpunkt besiegt. Er hat alle Kaiser übertroffen. Ein Kaido besiegt, eine Big Mom, ein Shanks übertroffen. Aber auch die Marine gestürzt und auch die Weltregierung. Da ist natürlich die Frage, wird das Kopfgeld dann aktualisiert von einer neuen Weltregierung? Weil mit dem Ende, mit dem aktuellen Endkopfgeld von Ruffy, da gehen wir sozusagen schon davon aus, dass er die Weltregierung gestürzt hat. Das ist natürlich noch alles jetzt ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Ruffy am Ende das höchste Kopfgeld haben wird in ganz One Piece. Er ist ja jetzt schon, wenn man die Revolutionäre mal rausnimmt und die Kaiser rausnimmt, ist er der mit dem höchsten Kopfgeld. Das kann man so sagen, natürlich, wenn man die Kaiser und die Kaiser-Kommandanten rausnimmt, weil ich glaube, ein Ben Beckman, Lucky Roo oder auch ein King können ein höheres Kopfgeld haben als 1,5 Milliarden Barry jetzt zur Zeit. Aber jetzt ist Ruffy ja schon kopfgeldtechnisch einer der höchsten. Aber ich denke, 6 Milliarden, um auch Roger zu übertreffen, sind am Ende denn doch nicht zu hoch gegriffen für das Kopfgeld von Ruffy. Und das waren alle Charaktere, die wir uns so rausgesucht haben für die höchsten Kopfgelder in der One Piece-Geschichte am Ende der One Piece-Geschichte, wenn man halt die aktuellen Top 6 so außen vor lässt. Lasst eure Meinung dazu gerne in die Kommentaren da. Schreibt auch gerne mal eure Meinungen zu den Charakteren in die Kommentare. Was für ein Kopfgeld könntet ihr euch vorstellen? Und natürlich sind diese Zahlen variabel. Man weiß nicht, was in den nächsten Arcs passieren kann. Man weiß nicht, was generell mit den Charakteren passiert. Sollte jetzt ein Sabo doch relativ zeitnah sterben als Beispiel, ist natürlich die zukünftige Hinsicht in Hinsicht des Kopfgeldes hinfällig. Deswegen schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare oder korrigiert das Ganze, falls ihr anderer Meinung seid. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, Leute. Und bedanke mich fürs Zuende schon und für die Leute, die zu Ende geschaut haben. Hier nochmal der kleine Teaser dazu. Nächste Woche kommen 2 Videos, sprich ein Video am Mittwoch und ein Video am Sonntag, sodass halt wieder ein Ausgleich stattfindet. Denn letzte Woche habe ich ja den Upload ausfallen lassen. Und das war's von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuende schon. Schaut beim One Piece Theoretiker vorbei. Da haben wir auch nochmal zusammen ein Video hochgeladen. Und Leute, haut rein. Ciao und tschüss.